Hallo und willkommen zurück zu Orks müssen sterben. Bye. Im Kreuzfeuer. Endlos. Mit Nananeas, Modpack und einer besseren Taktik als der gestrigen. Und zwar gar keine. Kannst halt heute eigentlich sehr viel Pollen rumfliegen? War irgendwie voll beim Pizzaessen damit. In der Luft lauter so Wenn die kleine auf deiner weiße Pizza Dinge. sind, dann könnten das Gewürze sein. Nein, ich meine in der Luft rumfliegen! Mein Gott, Mann! Ach so, okay. Ansonsten fallen dir Pollen ja schwer auf. Wo ist denn der verdammte Bodenflammer? Bin ich jetzt blind? Ah, Weiß ja, ich hier. nicht. Okay, hat schon. So, ich würde die Ja, eigentlich was gerne wieder macht der? wegkicken, aber irgendwie war das nicht so effektiv. Ach so, nicht. Ich dachte, das mache ich jetzt. Mit Concussive Force. Weiß nicht, war das effektiv? Kann mich nicht erinnern. Ja, wow, das hilft mir sehr viel. Ich verzichte jetzt auf Barrikaden. Hä, aber was nimmst du dann? Ohne Barrikaden kannst du sie ja nicht juicen. Nicht wirklich. Ich will sie nicht juicen. Jeder verteidigt seine Seite. Wir benutzen die Brücke nicht nochmal. Was? Ja. Du Ganz Schlaues. genau. Ich weiß auch nicht, wie schlau das ist. Okay, jetzt würde ich mal einfach fragen, passt der? Oh lol, den kann ich ja nicht mal bauen, der ist nur, weil es so teuer ist. Aber trotzdem, passt der denn hier hin? Ja, tut er. Du bist im Boden der Leere. Nice World Forge. Ich bin am Überlegen, ob ich mir eine zweite Waffe hole, aber ich habe keinen Platz. Nehmen wir die trotzdem mit. So. Also ich bin dann ausgestattet. Und an der Decke. Naja, ah ich habe keine Deckenfalle. Das wäre eigentlich nicht schlecht, hier die Dinger zu nehmen. Ah, jetzt bin ich so. Was soll ich machen? Knochenamulett oder Deckenfalle? Ah, hin und her gerissen. Was ist denn da nur sinnvoll? Das Ding kostet auch wieder so viel. Ich habe kein Geld. Ja, ist denn mein B-Knopf, Alter? Ach, Wollte wenn die du da es mitnimmst, nehmen? kannst du mir sicherlich ein, zwei bauen. Nimmt ja gar nichts mit. Das ist fies. Baue ich von mir auch nichts bei dir. Ich dachte, Dann das wissen war dein wir Plan, was zur Hölle? gleich, weswegen wir Game Over gehen im Endeffekt. Ich hoffe nur, Was? die Seiten haben gleich viel Gegner. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Na gut, also. Ja. Ganz wie eine gute Ich fange alte Bauen an. Hexenverbrennung. Yo. Nur mit Orks statt mit Hexen. Weil ich fertig bin. Fertig mit der Welt. Ja, man ist nur so Range. Habe ich den Skyler letztes Mal schon mitgenommen? Ich weiß nicht. Immer diesmal mit. Und dazu gönnen wir uns. Noch die da, weil das die einzigen sind, die man da vorne benutzen kann. Lasst uns anfangen. Wir Kämpfe sind auf dem Weg! Kämpf, Knochengolem! Ey, schick mir doch diesen blöden Wolf nicht rüber, ey! Aber Yetis sind echt ein Problem. Gar nicht so dran gedacht. Ah. Ah. Nein. Nein! Ach mein Gott, Leute, das sind Mann. aber auch ganz schön fiese Dreckspisser. Ja. Ich habe hier ein kleines Lebenspunkte-Problem, glaube ich. Aua. Mensch! Diese Oh, Viecher! Scheiße! Du kommst zwei Knolljäger von deiner Seite, ist Warum das kommen hier auch schlimm. noch solche? Ach Mensch. Yetis sind sehr störend, muss ich Ja, sagen. die sind auf jeden Fall nicht Komm. gerade freundlich. Ich glaube, ich habe gerade einen Aua, und die Knolljäger bringt mich die ganze Zeit verabschiedet. um! Hä? Wieso hat mein Rechtsklick nicht funktioniert? Ich habe volle Mana! Fick dich doch! Ah, okay. Ich würde sagen, wir brauchen eine andere Taktik. Ich weiß nicht. Aber irgendwie finde ich, wir haben jetzt zu wenig Geld für diese Tatsache, dass alles so teuer ist. Brauchen wir einen Geldmod? Weil mit einer Void Forge Brauchen kann wir ich einen. ja nicht starten. Kann ich Ich ja dachte mir erst, machen. brauchen wir einen
Geldboost Mod. Ich meine, ich habe kein Problem damit. Kann hier solche Dinger hinhängen? Kannst du, dass wir mit der ersten Welle in Endlos draufgehen? Kann hier solche. Oh. Oh ja, gut, die gehen auch in die Wand. Also das hier ist schon mal alles ziemlich nutzlos gewesen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich meine, was ich natürlich machen kann, ist einen hier. Das bringt mir nicht so viel, aber vielleicht doch. Und dann. Ja, ein paar von denen. Einen. Ja, wow. Ja, das wird reichen, definitiv. Bist du sicher? Ja, ja, natürlich. Immer sicher. Also, das da ist deine ganze Verteidigung. Ja, was soll ich denn sonst machen? Das wird nicht reichen. Was hast du gestellt? Wo stehen wir dir überhaupt was? Nur für dich. Und zwei Wände. Achso, du spielst damit, dass sie so rüberfliegen. Ja, ich schenke dir die jetzt alle. Das ist richtig seltsam, weil das ist ja normalerweise ein ganz anderes Item. Oh, der ist aber sehr stark, der hat die gewonnen. Nein, nicht heilen. Wieso ist selbst dieser kleine Koboldheiler so verdammt stark? Stirb doch. Irgendwann. Blödes Stück Scheiße. Hier, Knochenbohlen. Oh, der. Aua, ja, genau. Es kommt jetzt immer von hinter mir. Ich hab noch keinen durchgelassen, dachte ich zumindest. Ja, weil die bei mir halt nicht alle sterben. Ah, Nolljäger haben mich umgebracht. Ja, die sind nervig. Da kann ich mich nicht auf die Gegner konzentrieren. Und die sterben bei mir auch nicht so effektiv. Ich glaube, dieser Ring ist wirklich eine der stärksten, der schwächsten Waffe, die der eingebaut hat. Oder die wohl eher. Der Teleport davon funktioniert auch irgendwie, weil die mich keine Ahnung haben wie. Wir überleben die erste Welle. Aber ich glaube, das ist doch selig. Na, tu was dagegen. Ja, was soll ich denn machen? Ja, ich weiß nicht, was du für eine Waffe hast, aber ich dachte, dass ja, immer noch die Explos. Die Elektro, was weiß ich. Du benutzt nie Betören. Ja, die Elektro, was weiß ich. Ich hab kein Betören, du Depp! Ah, okay. Sag das doch gleich. Ja, wir spielen noch mit den Mods! Sag mal, ist dir nicht aufgefallen, dass ich hier bislang immer nur wegskeadere mit meiner Waffe? Dachte, was übrigens fast die Hälfte meiner Mana kostet. Schieß nicht auf meine Skelette, danke. Keine Ahnung, ich sehe den nicht so gut, wenn ich direkt an dem Ding stehe. Die erste Welle gerade so geschafft. Geil. Der Wasserlord kriegt quasi gar kein Damage ab, so wie es sieht nicht so aus, als würde das viel werden. Das ist auch nicht genug. Ja, toll. Wo ist denn der Tausender? Ist der schon tot? Ja, hast du das nicht gesehen? Naja. Komm, folge mir, hier ist was Schönes. Ich habe das Gefühl, dass die Schüssel reflektieren mit der eingefroren ist. Okay, 10 Sekunden. Da brauche ich nicht genug Geld, dass ich hier was Voidiges hinbaue. Meine Knochen. Skeletis, die waren nicht so. Weil ich gedacht habe. Sterb, Bastarde! Ja, ich glaube, ich habe gerade mehr Gegner als auf deiner Seite. Das ist ein bisschen gemein, aber gut. Ich werde schon damit zurechtkommen. Ich schick dir ein paar rüber. Dann wolltest du ein Achso, da unten liegt eine Münze, ja, das hilft mir sehr viel. Also dreh dich auf die Gegner, nicht auf die Aua. Aber die Münzen sind wichtig. Ich kann die Wasserlords nicht töten. Ey, einer von deiner Seite hat meinen wiederbelebt. Wie geht das? Ich sehe gar keinen Heiler bei mir. Yeah. Ich sehe nur zwei Wasserlords, die gleich durchlaufen. Ich glaube, beide sind zu viel. Dann sind wir Game Over. Ja, okay. Ich konnte sie gerade noch einmal einfrieren, aber da kommen noch zwei Wasserlords. Oh, und jetzt ist was anderes durchgekommen. ja, geil. Das ist bei mir so weit vorne. Okay, ich konnte sie zum Weglaufen bringen.
Gut, dass du das so oft einsetzen kannst. Das ja, ist stark. Das kostet halt meine halbe Wanne, aber naja. Nur die halbe. Mein Skelettgolem kostet 4 Fünftel, 80%. Der... Meine Fresse. Ja, der bleibt nicht einfach so stehen, muss ich umbringen. Ja, ich dachte ja, ich hätte ihn eingefroren, aber irgendwie funktioniert das nicht so zuverlässig. Ich weiß nicht, ob die Mods so gut sind. So, wir machen das jetzt anders. Was? Was? Was soll das? Was hast du getan? Ich gehe jetzt in den Workshop. Was machst du? In den Workshop gehen. Ja, das beantwortet nicht meine Frage! Ja, ist doch klar, wir brauchen jetzt einen Mod, der das ein bisschen ausgleicht. Was laberst du? Warum sollen wir das brauchen? Jetzt macht doch keinen Sinn, in der ersten, zweiten, dritten Welle schon Game Over zu gehen. Brauchen einfach eine andere Strategie oder irgendwelche andere von den Modded Items. Du willst mir ja wohl nicht sagen, dass du die beste Waffe von allen, die du da auswählen kannst, genommen hast. Gut, dann probierst du das jetzt ganz allein nochmal. Nein! Was soll denn das? Warum machst du immer so eine Scheiße? Bin gleich wieder im Hauptmenü. Lad mich ein. Wir installieren eine weitere Mod. Du, wir spielen mit einer Näherpack. Wir installieren ja nicht mehr rein. Ist nicht verständlich. Wo ist denn einladen? Spiel starten, zuschauen. Hä? Hä? Ist zu schlecht. Ach, da unten. Ich bin mit meinen Einstellungen fertig. Jetzt werde ich dich gleich einladen. Ah, okay. Ich dachte, du schaffst es, bevor ich alles eingestellt habe. Na gut, sind nur 3 Einstellungen, aber dennoch. Blöde Kreuzfeuer, so ein Kackmap. So. Gut, jetzt habe ich das Ding ausgiebig getestet. Der Flashfire Ring, hast du den schon mal benutzt? Ich sehe den gar nicht. Ach so, der. Ja, viel Spaß damit. Ja. Sind wir Instant Game Over. Ist der also nicht gut? Fand ich nicht, vor allem weil ich nicht entscheiden konnte, wo mein Teleportpunkt ist. Was laberst du? Der ist doch nicht zum Teleportieren, oder? Also zumindest. Bist du jetzt doof? Kannst du nicht lesen, was da steht? Ja, aber warum teleportiere ich denn? Hab ich da das Skull-Item teleportiert? Ja, das weiß ich auch nicht. Da steht nämlich nichts davon bei dem. Ich dachte damals, das lag daran, weil ich beide gleichzeitig dabei hatte, aber. Das hast du ja nicht gemacht, keine Ahnung. Ach, weißt du was? Ich nehme das Schwert oder den Hammer? Schwert, Hammer, Schwert. Ich nehme den Hammer. Ich glaube, ich gehe da drauf. Du musst gucken. Okay. Die erste Welle will ich nichts bauen, weil ich will danach die Dinge bauen. Also schauen wir mal, ob das reicht. Nicht dein Ernst. Wenn du die erste Welle nichts baust, sind wir sowieso Game Over. Was laberst du? Nein! Das will ich sehen, wie du die jetzt die erste Welle komplett ohne Sachen verteidigst. Ich werde dir nicht helfen können. Ich glaube, bei mir wird es wahrscheinlich genug rund gehen hier. Ein Slot habe ich noch. Irgendwas Sinnvolles für die Wand? Nee. Oh, mir fällt auf, ich habe gar... Ja. Habe ich nicht den Sommerskin? Habe ich doch vorhin ausgewählt gehabt. Na gut. Du hattest den... Warte, nee, du hattest glaube ich den gelben Ninja-Skin. Weißt du, falls ich... Gerade eben... Ja, hast du tatsächlich. Dann hast du nichts ausgewählt. Oh, oh shit, ich habe die falsche. Ich wollte gar nicht die Balliste haben, WTF. Ich mag das hier. Pioniere! Da bist du A. Mit denen, das reicht auch nicht. Noch mehr Pioniere. Ich denke, wir müssen einfach ausnutzen, dass manche von ihren Items OP sind und andere zu schwach. Das heißt, wir müssen die finden, die OP sind. Und der Hammer gehört meines Erachtens dazu. Ich habe immer noch volles Leben. Mir geht nur die Mana aus.
Und du kommst zurecht, komplett ohne was zu bauen. Ich bin beeindruckt. Oh, jetzt muss ich mir aber kurz heilen. Okay, bei mir ist alles tot. Wie schaut's bei dir aus? Sind das zwei Goldies? Ja. Geil. Einer gehört mir. Weil ist der Geldsack. Soll ich dir gegen den Wasserlord noch helfen oder? Oder eher nicht? Bin bald out of mana. Aber ich kann ihn stunnen. Hast du dir eine Geldsackmünze eingesammelt? Ja, deswegen hast du eine bekommen, weil ich die andere genommen habe. Das ist etwas so unfair. Wenn bei dir zwei kommen und bei mir null, dann finde ich das fair, dass ich eigentlich. Ein Stück aus meiner Sammlung. Komm zu mir. Ah. Was sind denn das für grüne Gegner? Das sind keine Gegner. Oh, das sind Skelettis. Cool, dass die zu mir rüberkommen. Bei mir waren gar keine Gegner da. Ah, deswegen, jetzt laufen sie wieder zurück. Aber finde ich sehr cool. Mal schauen, welche Taktik am längsten durchhält, deine oder meine. Ich bin ja schon beeindruckt, dass wir noch 30 Lebenspunkte haben, ehrlich gesagt. Naja, dieses Feuer-Item ist halt sau stark. Das ist fast. Ach so, ah, das habe ich glaube ich noch gar nicht ausprobiert. Diese Wand, bei der da so viele kleine kommen. Vielleicht sollte ich das nächstes Mal mitnehmen. Ich meine, das war glaube ich auch im normalen Spiel eines der stärksten Items und dadurch, dass die Explosion jetzt noch dazu kommt. Ansonsten regeneriert sich es eigentlich wieder, bis es weggeht. Nein, ich muss mich mal heilen. Ah. Der Wasserlord haut immer ab, wenn er mich schlägt. Ich weiß auch nicht, was das soll. Nein, ich nerv's. Was ist das für eine neue Teufelei? Oh, jetzt sind sie gerade nur bei dir. Tut mir leid. Kann dir nicht helfen. Wird instant zu Skelett wird. Wie kann denn ein Gegner zu zwei Gegnern werden, wenn sie zu Skeletten werden? Das kann eigentlich gar nicht sein. Ist aber gerade irgendwie passiert. Das wäre recht unrealistisch vor, muss ich sagen. Okay, keine Ahnung, ob Feuer überhaupt in den Feuergegnern irgendwie funktioniert, aber ich glaube, gestunt werden sie trotzdem. Bei mir werden Leute verbrannt, weil ich diesen neuen Superschwefel habe. Das frage ich mich gerade. Ihr zerfällt so denen, die gehen auch alle kaputt. Okay, ich glaube, aus denen kann gar keine Skelette werden. Oh. Level 4 haben wir erreicht. Das fühlt sie mental stärken. Ich glaube, du weißt nicht, was du da tust, Charakter. Was? Ich glaube nicht, dass wir sie mental stärken wollen, aber vielleicht irre ich mich da auch. Pass auf, hier, hier.
Okay, bei mir scheinbar alles tot. Finde ich cool. Bin ich großer Fan von. Schnetzel, Schnetzel! Schnetzel, Schnetzel? Ja, Schnetzeln tun wir immer gern. Was hast du eigentlich so an der Wand? Pusher, ich sehe. Okay, willst du sie zu mir pushen? Bin nicht so nett. Oh. Ich hoffe, du lässt keinen durch. Die wollen zu dir! Was zur Hölle? Oh. Jetzt kommst du wieder her! So viele Tote auf einem Haus. Ja, aber kommt drauf an, wie weit ich vorne stehe. Ja, also. Oh. Au. Oh, Grenadiere, ist aber nicht so nett. Ja, das dachte ich mir gerade auch, dass sie mich abgeworfen haben. Ja, ich habe zum Glück noch volles Leben, weil ich das einfach wieder regeneriere, während ich rechts gedrückt habe. Okay, bei mir ist alles tot. Das hab ich ja schon mal gesagt, glaube ich. Ja, der Mentalstärkung. Du darfst die Münze haben. Ich nehme an, dass du mehr Hilfe brauchst. sie ist auf deiner Seite gelandet. Was zu. Okay. Danke. Diese Knirpse sind nervig. Ich hab nur einen Hammer! Ich kann euch nicht hinterherlaufen! Bei mir darf echt kein Knirps versehentlich vorbeikommen. Naja, bei mir sterben die Insel bei den Boden, weil die haben so wenig Leben. Na Gott sei Dank. Naja, ich hab. Schwefel. Dann sind sie Skelette und laufen in die andere Richtung. Ich hab mich verbaut. Hm. Oh wow, jetzt sind die endlich mal zu meinem Eckensepper gekommen. Der Eckensepper. Soweit waren sie die letzten drei Wellen nicht. Nur weil ich gebaut habe. Okay, alles tot bei mir. Schick mir welche rüber. Oh. Ich hab das Flug nicht überlebt. Und gepanzerter Oger und ein Sumpftroll, das ist nicht so gut. Das ist eher weniger gut. Sogar zwei davon, im Ernst? Ja, das wird jetzt problematisch unter Umständen. Jeweils zwei. Sind bei dir auch so viele Heavies? Und diese Elektro-Ärsche. Die machen ja sogar mir Damage hier. Gut, dass ich das, dass ich hier so viel Angst-Items hab. Angst-Items? Die haben alle Angst vor dir. Ja, Geisterkrug und die Dinger an der Wand. Was immer das funktioniert, ich hab keine Ahnung. Oh, ich hab Schädel. Was machst du mit den Elektros? Achso, das sind die Nicht-Skelette. Die einfach nicht wie Skelette ausschauen. Das sind aber meine Freunde, weißt du? Gibt's hier irgendwo Heilung? Ich muss mal kurz Heilung holen. Am Spalt gibt's Heilung. Ansonsten liegen bei mir ein paar Potions vorne, aber keine Ahnung, ob das auch sicher ist. Ach nee, da kommen jetzt diese Gegner. Ach, und die auch. Ja, oh, alles klar. Yetis machen mir Angst. Oh nein, Schamanen. Schamanen sind echt schlimm. Ja. Das überlebe ich kaum. Die Dinger dürfen man echt nicht treffen, die sind hier so stark. Ich bleib jetzt mal am Spalt und hoffe, dass da nichts überlebt. Naja, schaut eigentlich gar nicht so schlecht aus. Scheinbar gehört der eine Schamane jetzt mir. Die Deckendinger sind auch nicht schlecht mit dem Love Potion Add-on. So viel Münzen, ey. So viel Münzen. Ja, wir droppen ja alle Geld. So krass. Ja, ich habe irgendwie den Eindruck, dank meinem Hammer kommen auch kleine Münzen raus.
Ach so, ja, bist ja noch reicher. Jupp. Naja, reich würde ich mich noch nicht nennen. Ich fühle mich noch lange nicht reich. Ich habe irgendwie noch gar nichts gebaut. Naja, es ist halt teuer. Aber du hast den ersten Stein. Arsch. Wünsche dir viel Spaß mit. Ist die Kirche eigentlich so laut, dass du die aufhörst? Welche Kirche? Ah, okay, du hörst die also nicht. Jetzt brauche ich meinen Geisterkrug gar nicht mehr, aber ich glaube, die Passive hilft trotzdem. Immer dann, wenn mich einer schlägt. Ich bin im Nahkampf, also passiert das dann doch öfters. Ich dachte, du schlägst die immer und sie dich nicht. Ja doch, die schlagen mich, aber die machen so wenig Schaden, wenn ich meinen Rechtsklick. Also wenn ich mich drehe, meine ich. Weiß auch nicht genau, wie das funktioniert. Ich würde gerne mal die Details dazu irgendwo durchlesen. Deckendinger sind aber auch nicht so schwach. Dass sie ja wieder aufgepowert sind hier drin. Aber jetzt kriege ich Steine. Ich mach keine Steine. Aber so ein Hammer ist eigentlich ganz gut gegen Steine. Oh, eine Kugel und Kette. Zwei davon. Ich sollte es nur einmal geben. Ne, vier? Wieso sind es vier? Sagen die sich gegenseitig? Nein, zum Glück nicht. Das finde ich nicht so nett. Okay, ich muss die mal bis zu meinen Deckenfallen laufen lassen. Naja, wir haben ja kein Zeitproblem. Irgendwann werden sie schon sterben. Vielleicht ist das hier sogar das erste Level, bei dem wir zwei Parts brauchen für das Level. Weil wir nicht so schnell Game Over gehen. Ich würde sagen, bei 25 Cut ist so. Bei 25 was? Minuten. Ja, da müsste ich halt schon ran. Was? Oh. Ah, 10. Welle. Ja, ich denke, wir überleben noch lang genug für den zweiten Part. Okay. Habt ihr gehört? Wir werden nicht vergessen. Ciao.